Hallo, heute habe ich eine Rezension zu einem ziemlich wichtigen Thema für euch. Wasser. Wir alle brauchen es, trinken es, konsumieren es, verschmutzen es. Und wenn wir so weitermachen, könnte das ziemlich fatale Folgen haben. Welche genau stellt Maya Lunde in Die Geschichte des Wassers vor? Die Geschichte des Wassers ist jetzt auf gar keinen Fall irgend so ein komisches Ökobuch oder sowas, aber es hat trotzdem eine wichtige Botschaft. Es erzählt die Geschichte von Signe, die 2017 über das Meer fährt mit ihrem Schiff und richtig sauer ist, dass man jetzt auch noch das Eis aus den norwegischen Gletschern holen will, nachdem man in der Vergangenheit schon die Wasserfälle umgeleitet hat und Flüsse umgeleitet hat, damit die nicht mehr eben durch die Natur fließen, wo dann auch Vögel was davon hätten und wo einfach das ganze Gleichgewicht der Natur gewahrt wurde. Nein, die Menschen wollten, dass das Wasser ein Kraftwerk antreibt. Das ist natürlich sehr viel wichtiger als die Wahrung der Natur. Das hat sie damals sehr, sehr sauer gemacht, aber als Kind konnte sie da nicht viel gegen machen. Und vor allem fand sie es schrecklich, dass ihre Mutter dafür mit hauptverantwortlich war, während ihr Vater dagegen angekämpft hat. Dadurch ist sie dann auch zu einer Umweltaktivistin geworden und hält das eben bis heute bei. Und macht dann auch ein paar Sachen, um eben zu zeigen, dass das nicht okay ist, dass man das macht, die sich aber alle eigentlich noch im relativ legalen Rahmen bewegen. Die zweite Geschichte, die wir erzählt bekommen, ist die von David und Lou, einem Vater-Tochter-Gespann, das eigentlich aus Frankreich kommt und ungefähr 30 Jahre später lebt. Wasser ist unfassbar stark rationiert und es gibt viele Wasserflüchtlinge, gerade aus den südlichen Ländern, wo es halt quasi gar kein Wasser mehr gibt. Wenn es mal regnet, dann vielleicht so einmal im Jahr oder so. Und nachdem das Zuhause von der kleinen Familie abgebrannt ist, haben sie Anna und August, also die Frau von David und den Bruder von Lou, verloren und befinden sich gerade in einem Flüchtlingslager, wo sie eben die ganze Zeit darauf hoffen, dass Anna und August wiederkommen und dass sie halt nicht zum Beispiel durch den Brand ums Leben gekommen sind. Eines Tages entdecken sie dann ein Boot. Es ist tatsächlich das Boot, mit dem Signe 30 Jahre vorher über die Weltmeere geschippert ist. Und dieses Boot bedeutet für die beiden einfach sehr, sehr viel Hoffnung, weil wenn der Regen käme, dann könnten sie ja damit zum Meer und dann könnten sie auf dem Meer leben und alles. Und Boote sind halt quasi wie Wasser, ein totales Hoffnungssymbol geworden. Und das Leben im Lager ist halt eben auch nicht einfach, gerade weil es so wenig Wasser gibt und die Hitze die Leute auch aggressiv macht. Mir persönlich hat das Buch Die Geschichte des Wassers richtig gut gefallen. Ich muss ja sagen, dass ich leider selber viel zu viel Wasser verschwende und teilweise auch verwende. Manche Sachen davon wären wahrscheinlich verzichtbar und seit ich das Buch gelesen habe, versuche ich da auch nochmal stärker drauf zu achten. Ich mache mir auch jetzt wesentlich mehr Gedanken darüber, was an Wassermengen vielleicht auch für die Produkte gebraucht wird, die ich so verwende. Und wenn das Buch schafft, dass man sich darüber wenigstens ein bisschen mehr Gedanken macht, hat es, glaube ich, schon etwas erreicht. Das Buch ist in seiner Realität, die es für später aufzeigt, sehr, sehr hart und genauso erbarmungslos, wie man das aus der Geschichte der Bienen kennt. Es gibt so ein paar Stellen, wo Lou dann zum Beispiel anfängt rumzuweinen und zu heulen und sie wenig mehr und alles und nicht tun, was David sagt. Und dann steht da so, so hatte sich Lou seit Wochen schon nicht benommen. Wie ein Kind. So, und das ist halt eine sehr, sehr eindrucksvolle, eindringliche Sprache, die Autorin da verwendet, die halt sehr klar macht, dass Lou halt zum Beispiel kein Kind mehr sein kann. David ist halt selber sehr, sehr jung, der ist mit 19 oder 20 Vater geworden und irgendwie auch ein bisschen überfordert mit seiner Tochter, weil Anna jetzt nicht mehr da ist. Außerdem vermisst er sie auch und überhaupt, er ist ja selber quasi noch ein halbes Kind. Und das ist halt für die beiden unheimlich schwierig. Ich fand das toll, dass er dann sich so bemüht hat, dass man auch dann mal einen Mann hatte, der sich um das Kind kümmern muss und jetzt nicht völlig auf ganzer Linie versagt hat. Aber noch viel wichtiger fand ich, dass er sich halt immer bemüht hat, das Beste draus zu machen und dass die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Wobei das halt so die Frage ist, wie viel Hoffnung hat man noch, wenn es quasi gar kein Wasser mehr gibt? Also es gibt da noch Wasser so in Norwegen, Island etc. Und die schimpfen dann auch immer wieder darüber, wie unachtsam die Leute aus den Wasserländern damit umgehen. Und wenn man sich das mal so überlegt, also ich meine, hier in Deutschland haben wir ja noch eine relativ gute Position. Wir grenzen oben an ein Meer und wir sind jetzt nicht so schrecklich heiß, wie es in Italien oder sowas werden kann. Aber ob uns das noch so richtig lange hilft, ist so die Frage. Und bei Signe fand ich das halt toll, dass die Rückblenden, die eingeblendet wurden, damit wir was über ihre Kindheit erfahren und wie denn damals dieser Fluss umgeleitet wurde etc. und sie halt zu dem wurde, was sie heute ist,
dass die gut eingebaut waren. Also so, dass sie auch irgendeinen Sinn ergeben haben. Die haben jetzt nicht immer zwangsläufig zur Weitertragung dieser Situation, die gerade war, beigetragen. Aber es war nicht so, dass es gestört hat oder sowas. Und es war auch eigentlich immer sofort klar, wenn so ein Zeitwechsel war. Dadurch, dass halt sowohl die Geschichte von Signe als auch von David und Lou erzählt wird, hat man natürlich das Gefühl, dass man quasi zwei halbe Bücher liest. Dadurch, dass Maya Lunde sich auch erneut für ein relativ offenes Ende entschieden hat, wird dieser Eindruck natürlich verstärkt. Das muss man mögen. Aber mir persönlich hat das jetzt nichts ausgemacht. Ich fand es gut geschrieben wieder, das Buch. Ich fand es gut, dass es diesmal nur zwei Perspektiven waren, weil die Geschichte der Bienen waren es ja damals drei. Und ich bin ehrlich gesagt schon sehr, sehr gespannt, was das nächste Thema vom Klimatest sein wird, weil es ja wohl noch zwei weitere Bücher geben soll. Also mich hat das Buch definitiv zum Nachdenken gebracht und ich versuche es jetzt auch mit dem Wasserkonsum und der Verschwendung vor allem ein bisschen einzudämmen. Ich meine, klar, wir können nicht komplett ohne Wasser leben, aber wir können wenigstens versuchen, mehr von dem Wasser nur zu verwenden, was wir tatsächlich brauchen und vielleicht auch weniger ins Wasser zu kippen, was dem Ganzen schadet. Da muss ich mich mal auch mit dem Thema Mikroplastik noch mehr beschäftigen. Also falls ihr da hilfreiche Websites habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen. Die Geschichte des Wassers kriegt von mir, wer hätte es gedacht, den goldenen Bücherengel, weil das Buch einfach toll ist. Es hat ein wichtiges Thema und das bringt auch eine Botschaft Es bringt auch eine Botschaft rüber, ohne gleich mit dem super erhobenen moralischen Zeigefinger vor der Nase rumzufuchteln. Also so, dass man sich halt auch gerne mit einem wichtigen Thema beschäftigt und von der Autorin es quasi auch erlaubt kriegt, sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Man kriegt halt so einen Denkanstoß. Hier, das ist ein Thema, das, so könnte das später aussehen. Das ist ein Problem. Und das sind zum Beispiel Dinge, die wir falsch machen. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass das mit dem Ökostrom teilweise so funktioniert, mit dem Wasser und... Ja, deswegen finde ich das Buch einfach insgesamt sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ich euch jetzt eine schöne Buchempfehlung geben konnte und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!